Oh Gott, nein, das sieht doch schon wieder... Die bauen sich schon wieder eine Sackgasse rein hier. Guckt euch das an, wie dämlich die sind! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Meine lieben Freunde, eine Katastrophe jagt die nächste. Ich kann euch sagen, es ist einfach nur eine einzige Eskalationsspirale hier. Ich habe ein Problem aufgedeckt, und zwar unsere Stahlmetallraffinerie, Stahlverarbeitungsanlage, ja. Die ist problematisch, weil das Kühlwasser, was aus dieser Anlage rauskommt, das ist quasi immer direkt, das wird immer direkt zu Wasserdampf. Und in dem Moment bricht nämlich das Rohr, was das Kühlwasser eigentlich dann weiterleiten soll. Und damit haben wir dann hier immer eine Flut von Wasser und... Die verbrühen sich dann da ständig. Atensik liegt jetzt deswegen auch schon wieder im Krankenhaus, die Arme, weil sie dann da immer reparieren will an der Stelle. Deswegen verlagern wir jetzt die Raffinerie nach hier unten, werden Rohöl reinleiten, um sie zu kühlen, weil Rohöl hält mehr Temperatur aus und verdampft nicht so schnell. Und ja, genau. Also wir werden dann jetzt hier... Ich habe die übrigens aus Keramik gebaut. Ja, weil Keramik haben wir jetzt beim letzten Mal angeworfen. Die wird nämlich jetzt hier gebrannt in der Anlage hier. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz viele neue Möglichkeiten und die Anlage hier, die kommt dann jetzt einfach da raus. Und jetzt seht ihr hier auch, hier werden ganz viele neue Gasabzugsrohre gebaut. Irgendwie haben wir hier immer noch das Problem, dass nach wie vor immer noch zu viel Erdgas in den Anlagen drin ist. Also in unserer Base. Und zu wenig Sauerstoff. Jetzt müssen wir aber, wenn wir jetzt das Erdgas absaugen, den Sauerstoff auch wieder rausfiltern, damit der Sauerstoff wieder zurück in unseren Versorgungskreislauf fließt. Sonst saugen wir ja die ganze Zeit den Sauerstoff aus der Base, weil das kommt dann nämlich alles hier unten rein und wird dann hier hochverdichtet reingepresst. Also der Sauerstoff halt auch. Und deswegen ist hier oben nämlich schon eine Sauerstoffkonzentration von 3000 Gramm. Also fast 4 Kilogramm hier jetzt schon hier oben. Das ist ja gar nicht mal so gut, das wollen wir ja gar nicht. Der Sauerstoff soll ja nicht hier in den Tank, da soll ja nur das CO2 rein. Hey, wir wollen ja eigentlich hier den Sauerstoff in der Base haben zum Atmen. Und deswegen müssen wir hier diese Umleitung jetzt bauen. Deswegen funktionieren die Pumpen auch gerade nicht. Und ich werde jetzt hier gleich mal atembares Gas Sauerstoff abfiltern. Wenn sie dann hier die Leitung gebaut haben. Das ist übrigens auch noch genug Reserve beim Strom am Start, also keine Sorge, das sollte eigentlich alles funktionieren. Genau, und dann wird nämlich hier das Erdgas abgepumpt und der Sauerstoff wird wieder hier zurückgeführt. Das ist nämlich ganz wichtig, damit wir den Sauerstoff nicht noch mit dem CO2 hier zusätzlich noch mit reinpressen, weil das ist nämlich mega, mega, mega schwachsinnig einfach. Wir brauchen den Sauerstoff ja in der Base, wir brauchen den ja nicht unten in irgendeinem Lagertank. Deswegen, das ist jetzt hier mittlerweile schon ein ganz schönes, komplexes System. Also wer da jetzt noch durchsieht, ja, der hat's drauf. Auf jeden Fall, sauerstoffmäßig sollte es jetzt sich eigentlich, sollte die Situation sich jetzt eigentlich verbessern. Auch wenn es hier jetzt immer noch nicht danach aussieht, ja. Aber wenn wir jetzt hier das Erdgas loswerden an der Stelle und noch ein paar andere Sachen gegeben sind, sollte das eigentlich funktionieren. Spätestens, wenn sie hier jetzt diese Leitung fertig gebaut haben. Genau, dann haben wir hier jetzt auch wieder noch einen Keuchwurz drin. Das heißt, auch hier wird jetzt wieder die Temperatur ein bisschen runtergekühlt. Was ja, wie gesagt, auch sehr wichtig ist. Und ich habe hier an der Stelle beim letzten Mal am Ende noch ein bisschen Platz gemacht, damit wir da dann auch noch ein weiteres Bett reinstellen können. Damit wir vielleicht auch noch einen weiteren Nasenlosen in die Base holen können. Das sollten wir jetzt vielleicht noch nicht machen, wenn wir Sauerstoffmangel haben. Das sollten wir vielleicht erst machen, wenn wir genug Sauerstoff in den Räumen haben. Wow! Meine Fresse, meine lieben Freunde, eine Katastrophe jagt hier wirklich die nächste. Ich kann euch sagen, das ist alles ganz schön anstrengend. Aber so ist Oxygen Not Included. Es ist halt mega komplex. Wenn ihr übrigens den Faden verloren haben solltet oder nicht wisst, wie es hier zur Sache geht oder wie wir hierher gekommen sind, rechts oben in der Ecke ist auf YouTube immer die Playlist verlinkt, weil immer manche auch fragen, wo ist die Playlist? Ich finde die Playlist nicht. Die ist immer am Ende des Videos und am Anfang rechts oben in der Ecke verlinkt. Ja, könnt ihr gar nicht übersehen. Ist eigentlich immer erreichbar. So, jetzt reißen wir dieses Teil hier jetzt erstmal ab. Weil das können wir da an der Stelle jetzt nicht gebrauchen. So, dann müssen wir natürlich den Schmutzwasserkreislauf, der muss dann natürlich hier auch entfernt werden. Weil der kann jetzt da natürlich, der ist jetzt natürlich da an der Stelle nutzlos, ja. Der muss jetzt dann da natürlich hier direkt reinlaufen. Jetzt haben wir natürlich da wieder das Problem, Schmutzwasser wird ja nicht zusätzlich verbraucht. Das heißt, wir kriegen hier immer mehr Schmutzwasser von den Generatoren hier unten, was dann irgendwann sich rückstaut. Das heißt, wir müssen dann wieder zusehen, dass wir den Wasserverbrauch auch entsprechend erhöhen, weil sonst
ja, haben wir dann wieder das Problem, dass wir zu viel Wasser im Toilettenkreislauf haben und spätestens, wenn es sich hier im Rohr zurückstaut bis hier hinten hin, bis zu diesem Behälter, dann müssen wir spätestens die Ventile öffnen, weil sonst haben wir hier einfach ein Problem und wären nie wieder glücklich, weil wir dann verstopfte Rohre haben. Das dauert aber noch eine Weile, da haben wir jetzt erstmal genug Puffer geschaffen. Sollte eigentlich funktionieren. Genau, so jetzt haben wir hier diese Anlage endlich raus. Der absolute Wahnsinn. Und jetzt brauchen wir natürlich diese Leitung hier nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir den Raum da jetzt überhaupt behalten. Den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr so wirklich für irgendwas. Aber ich lasse es jetzt einfach erstmal noch so. Und ziehe stattdessen lieber erstmal hier das Leiterkabel bis zum Ende. Denn wir brauchen ja hier nicht wahr genug Strom für die Anlage dann auch. So, jetzt muss ich mal gucken, wie machen wir das jetzt eigentlich mit der Flüssigkeit? Also wir haben jetzt gesagt, es ist besser, wenn wir für die Kühlung Rohöl benutzen. Rohöl kriegen wir auch gerade in rausten Mengen. Das staut sich hier unten schon, ja. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt mal den Rohölstrom, den müssen wir jetzt irgendwie mal unterbrechen oder aufteilen. Am besten hier aufteilen und dann das Rohöl nach oben leiten in eine weitere Leitung und dann irgendwie hierhin verfrachten. Aber möglichst ohne durch diesen Raum hier zu bauen. Das wäre vielleicht so eine Idee. Warte mal, wir machen das mal folgendermaßen. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Wir graben uns mal hier noch weiter rein. Dann können wir hier noch an die Kohle rankommen. Machen hier mal den Boden fertig. Und dann ziehen wir die Leiter hier bis ganz nach unten. Dann kriegen wir nämlich hier noch einen Übergang, einen Zugang und können dann den Leiter oder die Leitung hier hochziehen. Dann ist er auch nicht so nah an den wichtigen Anlagen und dann überhitzt das alles auch nicht mehr so schnell. Weil Hitze ist ja da nach wie vor immer noch ein Problem. Genau, dann lassen wir die erstmal da die Seite aufmachen. So, und der andere Plan ist nach wie vor ja jetzt immer noch. Wie sieht es eigentlich jetzt hier bei der Wasserkühlung aus? Muss ich mal gerade gucken. Ist da jetzt die Temperatur? Dies geht noch. So, okay. Der andere Plan ist immer noch, sich zum Weltraum durchzugraben. Wir sind ja jetzt hier schon am Keuchwurz vorbei, was gar nicht schlecht ist. Und hier ist auch diese ominöse Anlage, die theoretisch auch in der Lage wäre, ja, Flüssigkeiten zu kühlen, wenn man die dann da reinleiten würde. Genau. Auf jeden Fall, hier wollen wir zum Weltraum hoch. Da sind wir auch langsam, aber sicher hier am Durchbrechen. Aber es dauert halt alles noch, wie gesagt. Es ist eben, geht eben alles nicht so schnell, wie man das vielleicht erwarten würde. Es ist eben ein komplexes Spiel und die Nasenlosen haben ja ständig alle Hände voll zu tun. Jetzt schlafen sie schon wieder. Ja, ich beschleunige mal ein bisschen. Sauerstoff sieht komischerweise wieder kritisch aus. Ich will jetzt mal gucken, funktioniert jetzt die Umleitung wenigstens? Schritt für Schritt müssen wir das mal durchgehen. Also, das Zeug kommt von hier. Fließt hier rein und geht in die Rohrbrücke. Aber warum kommt das denn von hier wieder zurückgeflossen? Da müssen wir doch hier eigentlich dann das wegmachen, die Leitung. Sonst leiten wir das ja nur im Kreis hier. Warte mal, das ist ja Schwachsinn. Das muss also weg, würde ich jetzt mal behaupten. Ich behaupte das jetzt. Hoffentlich ist das jetzt nicht falsch. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach weg. Ich glaube, aber es müsste richtig sein eigentlich. Es muss ja um... Also in den Filter rein, dann wird es rausgefiltert hier, der Sauerstoff, und der Rest geht dann nach unten, genau. Das, was übrig bleibt, genau. Nee, das ist richtig so. Sonst sammelt sich das ja einfach nur in dem Rohrabschnitt, weil es wird ja immer wieder zurückgeleitet. Das wäre ja bescheuert. Dann staut es sich ja nur, dann haben wir ja nichts gewonnen. Genau, nee, das war jetzt wichtig, da noch die Leitung wegzumachen. Oh Mann, das sind so diese kleinen Sachen, ey. Wenn du das nicht auf dem Zettel hast, ne? Hier habe ich aus Versehen ein Rohr gebaut, das da gar nicht hin soll. Das passiert manchmal, wenn es hakt, ja. Und man drückt hier ins Menü. Dann kann es sein, dass man in der Zeit, wenn es hakt, dann irgendwie eine Strecke mit der Maus zurückgelegt hat. Und dann plötzlich irgendwo hinklickt und dann hast du da ein Rohr gebaut. Dann hast du da mal eben ein Rohr verlegt, so. Und du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Du hast es gar nicht gemerkt, ja. Schrecklich, wenn man die Rohre verlegt und man merkt das gar nicht. So, genau. Auf jeden Fall wird jetzt hier das Erdgas abgepumpt und auch alle anderen Gase, die wir hier nicht haben wollen in der Base. Hoffentlich sorgt das dann jetzt dafür, dass wir hier wieder mehr Sauerstoff reinkriegen. Eigentlich müsste die Sauerstoffproduktion ausreichend sein, auch wenn hier das Gegenteil davon steht. Aber ich meine, eigentlich müsste es genug sein. Weil wir haben ja hier Sauerstoff, den wir produzieren, hier auch. Kritisch wird es nur, wenn hier der Geysir mal inaktiv ist und kein Wasser mehr hier hinzugefügt wird. Dann wird es ein bisschen kritisch.
Da müssen wir ein bisschen aufpassen dann. Da könnte es dann ein wenig eng werden. Aber soweit das erstmal hier jetzt noch läuft, besteht da erstmal keine Gefahr. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, was auch noch ganz nice wäre, wenn wir noch ein paar mehr Algen finden würden. Aber Algen sind langsam, aber sicher auch Mangelware. Die meisten Algen gibt es halt hier im verseuchten Biom. Da will ich aber eigentlich gar nicht so intensiv reinbuddeln, wegen den Schleimlungenkeimen. Hier gäbe es noch ein bisschen ein paar Algen. Die können wir ja mal wegmachen noch. Die können sie ja dann auch mal hier aufsammeln eigentlich. Wenn wir hier so runterbauen, so als Treppe, müsste das eigentlich gehen. Genau. Oh Gott. Madonai ist auch schon verbrüht. Ey, die haben sich da alle reihenweise verbrüht hier an der Stelle. So, genau. Hier fehlt jetzt natürlich der Zulauf. Den müssen wir jetzt natürlich noch gewährleisten, nicht wahr? So, da mache ich jetzt mal hier dieses Rohr. Das zerlegen wir jetzt mal. Das isolierte Rohr hier an der Stelle. Weil, und ich will ja wieder Leute triggern, ne, indem ich hier das Tool nicht benutze, zum Massenabreißen. Ich will euch ja nur triggern. Mehr will ich ja gar nicht machen. So. Jetzt genau. Jetzt machen wir hier Isorohre hin. Und zwar erstmal eine Brücke natürlich. Und zwar nach oben. Wir müssen nach oben. So. Und jetzt wird es eigentlich knifflig. Genau, jetzt müssen wir hier rüber. Rohrbrücke. Rein. Und dann hier nach da. Von hier nach da. Immer von hier nach da oder von dort nach da. So. Immer irgendwie nach da. Zerlegt es hier mal. Dann können wir nämlich hier unten das durch den Boden bauen. Unsere Drekos sind übrigens gestorben, weil ich es gerade sehe. Hier, da ist keiner mehr drin. Aus irgendeinem Grund sind die krepiert. Wahrscheinlich ist es die Temperatur. Ich kann es mir nur so erklären. Wahrscheinlich ist es für die da einfach zu kalt an der Stelle. Ich hoffe, es liegt nur an der Temperatur. Ich hoffe, es liegt nicht an irgendwas anderem. Oh Gott, bitte sperrt jetzt Atensik da nicht ein, ey. Ach, hier sind ja auch noch Algen. Lol. Lasst uns doch gleich mal hier die Algen wegmachen. Würde ich vorschlagen. Und dann grab doch mal vielleicht hier die Leiter noch weiter nach unten. Dann können wir hier nämlich auch nach drüben gehen und können da tatsächlich das dann auch abholen an der Stelle. Nicht schlecht. Nice, nice. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Isorohre, meine lieben Freunde. Isorohre. Die bauen wir jetzt hier nach unten. Und dann bauen wir die hier nach oben. Ah! Warte mal. Mach das mal weg. Und dann ziehen wir das hier lieber durch die Wand durch, würde ich sagen. Hoffentlich bauen sie das jetzt nicht von der anderen Seite. Aber hier in den Raum kommen sie eigentlich nicht rein. Den habe ich eigentlich abgetrennt, sodass sie da nicht reinkommen. So, Öl da rein. So, jetzt wurde mir gesagt, wenn Rohöl irgendwie heiß genug wird, dann wandelt es sich zu Petroleum um. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, dass diese Anlage hier aus Öl Petroleum machen kann. Durch die Stahlproduktion, wenn das dann warm genug wird. Keine Ahnung, ja? Ich habe keine Ahnung. Ich leite jetzt erstmal, was auch immer da entsteht in diesem Ding, leite ich erstmal in einen Puffertank. So, der muss jetzt dann natürlich wieder aus einem entsprechend hitzebeständigen Material gebaut werden. Ja, der muss wieder aus Goldamalgam bestehen, weil das wird ja dann wieder hunderte Grad heiß sein, das Zeug. Bevor wir das dann hier, wo auch immer, dann reinleiten. Ach, guck mal hier, der ist jetzt... Das war übrigens ein Bug gewesen, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, falls ihr das auch habt, das Problem. Das war ein Bug gewesen, man muss hier, um diesen Behälter leerlaufen zu lassen, oben tatsächlich ein nicht verbundenes Rohr an den Eingang bauen, damit das unten rausfließen kann, was da drin ist. Hochinteressant eigentlich. Aber es ist so. Jetzt kann ich den Behälter hier nämlich zerlegen, perfekt. Und das ist jetzt unser Pufferbehälter fürs Petroleum, ausgezeichnet. Aber wir bauen jetzt noch einen extra Behälter auf. Genau, das Goldamalgam, den stelle ich jetzt einfach mal hier daneben. Den stellen wir jetzt hier hin.
Bisschen weiter weg so. Und dann, genau, lassen wir mal mit Isorohren. So, und einer Rohrbrücke darüber. Kommen die da ran? Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist die Baustelle erreichbar? Ja, müsste eigentlich von der anderen Seite, müssten sie eigentlich rankommen. Wenn sie sich schlau anstellen. Wenn sie doof sind, kommen sie da nicht ran. So, dann machen wir es mal runter. So. Dann kommt da wieder eine Rohrbrücke hin. So. Und dann geht das da rein. Genau, und dann lassen wir es da erstmal drin. Und dann gucken wir mal, wie oder welche Flüssigkeit da jetzt reinkommt. Wenn da nämlich beides reinkommt, Rohöl und Petroleum, dann müssen wir einfach nur hinter diesen Pufferbehälter einfach nur nochmal eine Teilung einbauen. Also quasi einen Flüssigkeitsfilter, der dann entsprechend Rohöl und Petroleum aufsplittet und dann wieder zurückführt. Und dann haben wir das Problem schon mal erledigt. Genau. Excellentio. Ist es hier eigentlich CO2 in dem Raum? Warte mal. Kohlendioxid, ja. Ich glaube, wir brauchen hier irgendwann eine CO2-Pumpe in dem Raum. Ich weiß gar nicht, wo das CO2 hierher kommt. Das kann sein, wenn sie hier die Tür aufmachen, dass sie dann das CO2 reinlassen von hier. Weil hier ist nämlich recht viel CO2 noch. Wir brauchen, glaube ich, wirklich noch irgendwie eine CO2-Ableitung hier. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall müssen sie jetzt wieder schlafen. Also ihr seht schon, das ist alles, das ist wie im richtigen Leben so ein bisschen. Wenn du ein Problem löst, in Oxygen not included, ja, dann schaffst du dir in der Regel 10 andere Probleme, ja. Das ist echt so. Eins führt zum anderen, das ist wie Domino Day. Wenn ein Baustein umfällt, fallen die anderen mit. Das ist ganz schrecklich in dem Spiel. Aber das ist auch irgendwie das Geile an dem Spiel. Das ist das Schreckliche, aber das Geile. Das ist geil und schrecklich gleichzeitig. Ja. Es ist schon irgendwie der Hammer. Genau, und jetzt müssen sie das da bauen. Jetzt haben sie da natürlich ordentlich zu tun, ja. Hätte ich den Behälter hier jetzt eigentlich auch aus Keramik bauen können? Nee. Manche Sachen kann ich aus Keramik bauen, tatsächlich. Also ich kann auf jeden Fall die Isoziegel jetzt aus Keramik bauen. Komischerweise die Metallraffinerie konnte ich aus Keramik bauen. Warum auch immer die, keine Ahnung. Weil die sieht eigentlich nicht aus, als wäre sie aus Keramik. Und, ja. Halt solche Sachen. Alles, was nicht aus Metall ist, glaube ich, kann ich aus Keramik bauen. Alles, was so aus Stein gebaut. Wahrscheinlich kann ich auch die Leitungen aus Keramik bauen. Das geht bestimmt auch. Ja, das läuft doch ordentlich. Guckt euch das mal an, meine lieben Freunde. Oh, warte mal. Da passiert irgendwas. Warum ist das hier kaputt? Was ist da los? Inhalt von Dampf. Oh. Weil da Dampf drin ist, der zu Wasser wird, wa? Warte mal. Dann müssen wir mal kurz hier die Pumpe ausschalten. Vielleicht sollte ich da einen Schalter einbauen. Damit ich diesen Strang totlegen kann. Damit ich das selber machen kann. Damit die da nicht immer reinlaufen müssen. Warte mal. Mach mal. Gib mir mal einen Schalter. Mit Amalgam, genau. Ein Amalgam-Schalter. Den setze ich jetzt einfach dahin. Und dann kann ich nämlich den Strang totlegen. Kann ich die Pumpe nämlich selber abschalten. Nicht wahr? Weil jetzt gerade, wenn da vor allem Wasserdampf hier reinfließt, dann da brauchen wir jetzt ehrlich gesagt die Pumpe nicht. Da müssen wir das jetzt mal kurz ausschalten und warten, bis der Wasserdampf sich verzogen hat. Würde ich sagen. Dann mache ich das dann immer nur dann an, wenn kein Wasserdampf mehr am Start ist. Würde ich jetzt mal sagen. Weil es ist ganz schön viel Wasserdampf hier gerade. Ich mache mal Prio hoch von dem Schalter. Damit sie das schnell bauen. Ah, das ist immer so das Ding. Ich sage ja, es gibt an jeder Ecke dann immer Baustellen. Das geht so wahnsinnig schnell. Hast du einfach mal noch zig neue Baustellen am Start, ja? Wo du plötzlich so denkst, ah, scheiße. Da muss ich mich drum kümmern. Da muss ich mich drum kümmern. Und hier muss ich mich drum kümmern. Und eigentlich muss ich mich um alles kümmern. Und ich kann mich eigentlich nicht um alles kümmern. Aber eigentlich muss ich mich um alles kümmern. Ich muss mich so hart kümmern. Das ist schlimm, es ist wie, keine Ahnung, als wenn du irgendwie Aufpasser im Kindergarten bist oder so. Das ist echt der Hammer. Plötzlich hast du überall Baustellen. Ah, was ist da? Oh Gott, da fließt jetzt natürlich das Wasser rein, was gar nicht da rein soll. Hahaha. Weil da natürlich jetzt die Leitungen bersten von dem Dampf.
Ah, jetzt kann ich das ausschalten. Ausschalten, ausschalten, ausschalten. Wir schalten das erstmal aus und lassen erstmal das Gas sich da wieder sammeln. Dann schalte ich das einfach wieder ein. Jetzt habe ich ja den Schalter, jetzt kann ich das selber machen. Ah, Mann. Ist das intensiv, meine lieben Freunde. Ist intensiv. Tief intensiv hier heute. Oh mein Gott. Kann man nicht anstatt belangloses Zeug zu erzählen, einfach Witze erzählen? Fände ich viel besser. Dann heißt es nicht mehr, hallo, wie findest du das Wetter, sondern hallo, kennst du den schon? Hallo, kennst du den schon? Spielbär hat Chaos in seiner Base. Ja, ist ja nichts Neues. Es ist ja immer so. Es ist so lustig. Wassereinbruch, Gaseinbruch, Dampfeinbruch. Lauter Einbrüche hier. Unglaublich. Schlimmer als in Berliner Museen. Mann, Mann, Mann. Und beim Wett-T-Shirt-Contest könnte ich auch schon wieder mitmachen, ey. Neue Druckerzeugnisse sind verfügbar. Das kommt genau zur richtigen Zeit. Kalk, ja, endlich. Endlich bin ich richtig hart verkalkt. Das ist so ein Traum gewesen, schon länger jetzt. Endlich war es so wieder so richtig verkalkt zu sein. Der Wahnsinn. Können wir eigentlich hier irgendwas verarbeiten? Kupfererz zu Kupfer, Goldamalgam zu Gold. Stahl kann man hier nicht herstellen, oder? Nee. Da machen sie eh regelmäßig ihre Wutausbrüche, lassen sie da aus. Bauen die hier auch mal den Boden fertig? Ich wollte es gerade sagen. Haha, genau auf Bestellung, nicht schlecht. Juhu. Ja, aber das sieht doch gut aus, genau. Jetzt kann erstmal hier sich das Wasser sammeln und wenn wir dann hier wieder eine Inaktivität haben, sodass der Wasserdampf nicht mehr da ist, dann können wir ja hier die Anlage wieder dazu nehmen. Dann sparen wir uns hier den Schaden wegen dem Wassereinbruch. Und es kommt ja, glaube ich, so auch erstmal genug Sauerstoff rein jetzt. Behaupte ich jetzt einfach. Es steht zumindest nicht hier links oben, dass wir nicht genug Sauerstoff produzieren. Na gut, das liegt jetzt auch natürlich daran, weil die Algen jetzt wieder am Start sind und weil jetzt hier wieder Sauerstoff-Dinger hier durchlaufen. Ich bin auch gerade ehrlich gesagt am Überlegen, ob wir hier jetzt einfach mal eine Aufbereitungsanlage für das Salzwasser installieren, weil die Pumpe hier ist ja eh nicht verbunden und wir könnten theoretisch diese Anlage betreiben und da auch wieder dann einen Elektrolyseur bauen, der dann auch wieder Sauerstoff rausfiltert und den Wasserstoff könnte man dann wieder nach hier unten befördern. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Dann würden wir das hier wieder noch ein bisschen stabilisieren zusätzlich. Oder ich baue hier noch einen Elektrolyseur rein. Aber irgendwann kann dann die Pumpe das halt auch nicht mehr richtig abführen, ne? Das ist halt das Ding. Die können ja jetzt schon teilweise... Warte, es staut sich, glaube ich, jetzt schon da an der Stelle. Obwohl, ich glaube, es ist genau austariert. Wir sollten da vielleicht jetzt nicht noch mehr reinbaggern da in den Raum. Das ist so schon okay, glaube ich. Nee, da würde ich lieber hier oben dann noch einen Elektrolyseur reinstellen. Halte ich für schlauer. Die Anlagen hier langweilen sich ja auch. Aber gut. Ich weiß gar nicht. Hier die zwei. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Warte mal, da hängt doch hier der ganze Strang dran. Potenzielle Last 1380. Und hier haben wir eine Produktion von 1600. Das heißt, da würde ja theoretisch noch was gehen mit dem Strom. Das wäre ja hier machbar. Wir können ja auf 1600 hoch. Das heißt, die Pumpe kann ich locker noch betreiben. Das wären ja dann 240, das wären dann 1500. Ja gut, da wäre es schon drüber tatsächlich. Da wäre es schon über Maximalverbrauch drüber. Aber hier läuft ja auch nicht immer alles gleichzeitig, ne? Nur auf der anderen Seite, da muss halt dann der Entsalzer noch mit dran. Der Entsalzer muss mit dran, der braucht ja auch Strom. Warte mal, ist das Veredelung? Ja, hier. Der braucht... Oh Gott, der braucht 480 Watt. Okay. Also da bräuchte man noch mindestens ein weiteres Gaskraftwerk dafür. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Sonst würde das nicht laufen. Die Frage ist dann natürlich wieder... Der Platz ist dann wieder so ein Problem. Der Platz. Und hier verbraucht sich das Erdgas. Kann das sein?
Warum fließt es hier eigentlich nicht weiter? Weil der Sauerstoff hier nicht abfließen kann, fließt das Erdgas hier nicht weiter. Oh, gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe, ey. Kann man dann hier das einfach dann reinfädeln jetzt? Oder ist das dann wieder nicht gut? Wird dann wieder alles blockiert? Ich probiere das mal kurz. Weil beim letzten Mal war es dann generell blockiert irgendwie. Da ging dann gar nichts mehr. Ich kann euch sagen, man muss hier echt so viel auf dem Schirm behalten. Hier zum Beispiel das Schlafzimmer habe ich schon wieder völlig vergessen, ey. Warte, da wollten wir doch noch ein Bett reinstellen. Hier Möbel. Ein komfortables Bett wollte ich doch hier noch reinbauen. Man vergisst so viel, ey. Und wir wollten eigentlich auch mal mehr so Sachen hier bauen. So Trinkwassersprudler und sowas. Alter, der braucht auch 480 Watt, ey. Warum ist das alles energetisch so aufwendig? Das gibt's doch gar nicht. Ein einfacher Wassersprudler braucht 480 Watt. Haben die eigentlich schon mal was von Stromsparnormen gehört? A++ oder AA++ und hast du nicht gesehen? Und Bronze, Silber und Platin-Effizienz? Haben die davon eigentlich schon mal was gehört? Ich glaube, die bauen ihre Anlagen absichtlich stromverschwenderisch. Das gibt's doch gar nicht, ey. So, wir sind immer noch dabei, hier die ISO-Rohre zu verlegen. Ist also alles gar nicht mal so ohne. Aber wir haben jetzt hier das Erdgas rausgeholt. Guck mal. Dann kann ich, glaube ich, jetzt die Pumpen wirklich ausschalten. Weil wir saugen gerade nur Sauerstoff in den Kreislauf. Guck mal. Ja gut, ein bisschen Erdgas noch. Aber in der Regel saugen wir hier gerade überwiegend Sauerstoff rein. Deswegen können wir das jetzt eigentlich ausschalten. Das bisschen Erdgas, was jetzt hier noch ist, sickert eh jetzt nach unten da. Gut, jetzt haben sie natürlich wieder Feierabend. Da werden sie das jetzt wieder nicht machen. Jetzt gehen sie erstmal fressen. Sauerstofftechnisch sieht es jetzt aber schon wieder gut aus. Bis auf hier oben. Der Sauerstoff sammelt sich halt auch erstmal hier oben. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Aber dafür sind hier die Gänge zum Weltraum schön gesättigt mit Sauerstoff. Hier sind sie leider wieder so überfordert, dass sie da wieder nicht dazu kommen. Oh Mann, ey. Okay, jetzt wird wieder geschlafen. Da machen wir die Geschwindigkeit wieder ein bisschen höher. Nicht wahr? Genau, dann haben wir wieder ein Bett und dann können wir uns ja nochmal einen Nasenlosen holen, wenn wieder hier die Aufladung voll ist. Vielleicht kriegen wir ja einen guten. Wir bräuchten eigentlich noch einen Baumeister. Das wäre eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt viele Träger. Ja, Leute, die sich halt so bei Aufräumen und so nützlich machen können auch. Eigentlich gar nicht schlecht. Aber uns fehlen halt noch Baumeister auf jeden Fall. Also definitiv fehlen uns noch Leute, die mal ein bisschen anpacken können hier. Dann würden diese Bauprojekte auch nicht immer so lange dauern. Wir können doch theoretisch, warte mal, wir können doch hier noch freigraben. Das bisschen Chlorgas, was hier oben drin ist, macht den Kohl ja eh nicht mehr fett. Wir können doch hier noch freigraben und bauen einfach hier drüber noch Erdgasgeneratoren. Zwei Stück nebeneinander direkt. Und dann machen wir hier einfach wieder wasserdurchlässige Ziegel rein. Und dann sickert das Wasser ja, also von den Anlagen, einfach komplett straight nach unten durch. Bam. Und dann haben wir doch das Problem nicht mehr. Läuft jetzt der Sauerstoff hier durch eigentlich? Ja. Ja, jetzt kommt hier, jetzt passiert wieder das, was hier passieren soll. Sehr gut. Okay, perfekt. Nice. Haben wir das Problem jetzt auch gelöst. Hervorragend. Aber eigentlich müsste man den Sauerstoff nicht nach da leiten. Eigentlich müsste man ihn wieder hier nach unten leiten, damit er hier unten in die Räume reinfließt. Weil so fließt er jetzt ja eigentlich wieder nur nach oben. Glaube ich. Also er geht ja nicht nach unten. Da kann er ja nicht hin. Er kann ja nur nach oben raus. Das heißt, eigentlich müssten wir es jetzt so machen, dass wir hier nochmal auftrennen jetzt und diese Leitung wegmachen. Und ich triggere euch wieder absichtlich, indem ich das Zerlegen-Tool grundsätzlich nicht benutze, ja. Ich zerlege die Dinge ohne Zerlegen-Tool, weil ich das kann. Weil ich will, dass ihr zu kleinen Sith-Lords werdet. So. Jetzt hier nach unten. Dann drehen wir das mal hier. So. Und dann da runter. So, und jetzt muss ich gucken. Genau, wir leiten das einfach hier rein. Also quasi, warte. Brich das nochmal ab. Leitung. Darüber. Einmal drehen. Einmal dahin.
dann dahin und dann dahin. Jawohl, so müsste es eigentlich passen. Weil so kriegen wir dann den überschüssigen Sauerstoff, der hier mit abgesaugt wird, hier unten wieder rein. Und der ergänzt dann die Versorgung an der Stelle. Und so ist auch immer ein Durchfluss gewährleistet. Besser als wie wenn wir das hier oben rausleiten lassen, weil da staut es sich dann wieder nur und kann dann wieder nicht nachfließen. Haben wir alles schon erlebt, meine lieben Freunde. Ist alles schon mal da gewesen. Genau. So, dann mache ich da schon mal die wasserdurchlässigen Ziegel rein hier. Die Wasserziegel. Genau, hier brauchen wir dann wieder einen Boden. Da müssen wir mal gucken. Das können wir gleich mal schon... Können wir auch gleich mal schon in Angriff nehmen hier. Indem wir das dann weg... Müssen wir mal gucken, wie hoch war jetzt nochmal dieser Erdgasgenerator, wenn wir den so bauen, wie wir ihn bauen. So hoch, okay. Ja, wenn wir dann hier oben drüber einen Boden reinziehen. Oder einfach... Oder wir... Ja... Oder so. Genau. Machen wir so. So. Und dann können wir nämlich, wenn das dann fertig ist, das hier wegmachen und können dann da die Generatoren noch einsetzen. Perfekt. Und die hängen wir dann einfach mit an diesen Strang. Und dann können wir nämlich die Stromversorgung hier steigern und können da dann auch die Entsalzungsanlage installieren. Also können wir eigentlich direkt darunter machen soweit. Dann haben wir nicht so einen weiten Weg zur Pumpe. Und dann direkt daneben Elektrolyseur pumpen. Das braucht ja auch alles Strom, ja. Bis wir das dann wieder haben, dann dauert das ja auch wieder. Bis wir da wieder genug Strom haben, dann Elektrolyseur und höllölö. Genau. Und der Gasgeysir sollte ja eigentlich hier genug Gas verströmen, damit das alles am Ende des Tages eigentlich kein Problem mehr ist. Hervorragend. Mein Gott, es ist der absolute Wahnsinn. Und sie schlafen schon wieder. Sie haben so viel zu tun, dass sie schon wieder schlafen. Sind wir jetzt hier oben eigentlich mal weiter durchgestoßen schon? Es ist einfach ein Drama. Sie kommen da oben einfach nicht weiter. Wir haben da oben einfach, ne? Es ist so viel anderes Zeugs zu tun, dass sie das einfach nicht schaffen. Haben sie denn schon die Anlage jetzt hier verbunden? Nee, haben sie auch nicht geschafft. Die schaffen gar nichts hier. Ich sage ja, wir brauchen dringend noch einen, der bauen kann, ey. Und schon wieder unzureichende Sauerstoffproduktion. Ich werd wahnsinnig. Ich werd ja wahnsinnig, weil schon wieder nicht genug Algen da sind, wa? Die Algen sind schon wieder das Problem. Weil sie sich hier auch wieder nicht weiter nach unten graben können. Ah! Ah! Nur Probleme hier. Probleme ohne Ende, meine lieben Freunde. Sehr schön. Hoffentlich kommen sie da dann auch wieder weg. Oh Gott! Nein, das sieht doch schon wieder... Die bauen sich schon wieder eine Sackgasse rein hier. Guckt euch das an, wie dämlich die sind! Warum? Seid ihr nur so dämlich? Warum? Ich muss echt, bevor ich mir neue Leute hole, muss ich echt einen IQ-Test machen lassen, ey. Also von denen halt, nicht von mir. Pass auf jetzt hier. Wir machen jetzt hier diese Notfall-Dings. Und das schaffen die doch eh wieder nicht. Selbst wenn die das jetzt hier schnell freigraben, die schaffen es doch niemals, das Material da hinzukriegen, bevor die zwei da... Ach, Junge, ey, wirklich. Ich könnte kotzen. Ich krieg einfach nur das nackte Kotzen, ey. So, reißt das jetzt wenigstens ab da. Jetzt bin ich sehr gespannt. Helft ihnen jetzt. Beeilt euch. Wie sind da chillen noch hier alle? Kann das nicht wahr sein? Ihr müsst sie schnell retten. Das gibt's doch nicht. Oh, sind die doof, sind die doof, sind die doof. Die sind so maximal dämlich. Okay, da kommen wir nicht... Moment. Jetzt muss ich überlegen. Das schaffen sie so nicht. Wenn sie da jetzt die Leiter bauen, das schaffen sie nicht. Okay, warte. Wir müssen das anders machen. Wie krieg ich die da jetzt raus? Sie müssen an die Leiter ran. So, das heißt... So, die Leiter brauchen wir. Jetzt müssen wir schauen. Die müssen sich jetzt hier... Die müssen sich jetzt nach oben graben. Können die da dann hochklettern, ist die Frage. Können die da durch? Hm. Vielleicht, wenn sie da dann noch einen Block hinbauen, müssen wir mal gucken. Durch das Eisenerz kommen sie auch voll langsam nur hoch, ey. Oh bitte.
Oh bitte, sagt mir, dass ihr da hochklettern könnt. Ja, das geht, das geht. Oh Gott sei Dank, das geht. Schnell da hoch, schnell hoch, schnell hoch. Oh Gott, stolzer, bei stolzer Opa wird's schon richtig eng, ey. Oh Gott sei Dank. Oh. Ich werd wahnsinnig. Es hat funktioniert. Junge, Junge. Okay, also merken, die können auch durch so enge Gänge hoch. Alles klar. Mann, 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 die... Aber ey, wie krass die sich in eine Sackgasse reinmanövrieren können, ne? Wenn du da nicht aufpasst. Wenn du da nicht maximal aufpasst, ey. Ist echt heftig. Man muss maximal aufpassen. Es ist niemand gestorben diesmal. Diesmal habe ich das Ruder noch umgerissen. Die Notfallpriorität hat es diesmal gerissen. Diesmal habe ich auch geistesgegenwärtig reagiert. Ich bin nicht in Panik ausgebrochen. Ich will nicht von Spielbär umgebracht werden. Nein, ist alles gut. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe alle gerettet. Hallo? Es ist diesmal niemand gestorben. Ja, Tenzik wäre sowieso alles egal gewesen, wenn ich mir das Gesicht so angucke. Tod und Verderben. Lalala. Bei Tod und Verderben macht es doch erst richtig Spaß. Da geht's doch erstmal richtig los. Da fliegen doch erstmal richtig die Löcher aus dem Käse. Bei der Polonaise. Spielbär, der große Retter. Ja, ich habe zwei Leute gerettet. Stellt euch mal vor, die wenn ich sie ihrer eigenen Intelligenz überlassen hätte, ja, dann wären sie da jetzt jämmerlich erstickt an der Stelle. Zwei Leute wären jämmerlich erstickt. Und so habe ich ihnen einen Fluchttunnel gegraben. Sonst hätten sie da wieder nur hoffnungslos zugeguckt. Hey, was sollen wir machen? Keine Ahnung. Ich bleib einfach hier stehen und ersticke. Lalala. Man sollte diese Bezeichnung KI, die sollte man wirklich in KD, künstliche Doofheit, umbenennen eigentlich. Finde ich. Das sollte man wirklich anders nennen. Künstliche Intelligenz wird der Sache nicht gerecht, glaube ich. Die Bezeichnung. Ja, jetzt sind sie hier natürlich wieder mit allen Händen voll beschäftigt. Aber ja, wird hier jetzt nach oben gegraben eigentlich? Graben sie jetzt nach oben? Du solltest aufhören, Leitern aus Sandstein zu bauen, sondern Material nehmen, welches in der Nähe ist. Ach Quatsch! Von Sandstein habe ich so viel. Ich habe 136 Tonnen Sandstein. Da liegt immer irgendwo irgendwas rum davon. Das passt schon. Das geht schon so. Alles gut. Müssen sie halt mal ein bisschen laufen. Müssen sie machen. Ich muss auch laufen. Nee, eigentlich nicht. Ah! Neue Lieferung. Algen! Ja, da muss wohl jetzt der Nasenlose noch mal kurz warten. Oder haben wir einen, der bauen kann? Nee, wir haben eh keinen, der bauen kann. Dann drucke ich jetzt die Algen aus. Die brauchen wir nämlich gerade, habe ich gehört. Ich habe da was gehört, dass wir Algen brauchen. Man munkelt, ja, dass wir Algen brauchen. Es gibt Gerüchte, die sich verbreiten, dass wir Algen brauchen. Mein Gott, das haben sie immer noch nicht umgebaut hier. Das dauert alle. Kannst du nicht deine Nasenlosen noch leveln oder beziehungsweise spezialisieren, damit sie auch besser werden? Bei den meisten geht das, glaube ich, gar nicht, weil die meisten schon von ihrer Moral her am Limit sind, glaube ich. Also wir können gerne nochmal gucken, aber ich glaube, die meisten können nicht nochmal gelevelt werden. Und an der Stelle ist diese Folge Oxygen Not Included auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu diesem Let's Play, sondern auch zu anderen Projekten. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!